Also das Einzigste, was jetzt daran stört an dieser Corona-Zeit, ist, dass man Online-Reservierung machen muss, um ins Schwimmbad zu kommen, sonst hat man keine Chance reinzukommen. Und wenn man im Nachhinein mit Kollegen nochmal kommen möchte, klappt das leider nicht, weil die Besucherzahl schon zu voll ist. Nein, klar, merkt man schon halt. Das ist schon anders. Aber ich glaube, das Gehirn tendiert langsam, das zu ignorieren, dass das halt, was wir jetzt machen, ist langsam als normal wird. Man fühlt, die Leute haben ein bisschen Angst, so, die halten noch immer noch die Abstände. Also es ist nicht so wie früher. Wir sind jetzt zwar das erste Mal hier, aber man merkt schon irgendwie, dass Corona noch da ist, aber einerseits auch wiederum nicht. Weil wenn man sich die Leute anguckt, denkt man, okay, es ist alles vorbei, ne? Weil man sieht kaum Social Distancing, ne? Aber sonst, wenn man die ganzen Eingänge sieht, diese ganzen Vorrichtungen und so, dann merkt man schon wieder, dass immer noch Corona da ist, ne? Wir sind letztes Jahr auch oft hier gewesen und hier ist es auch immer sehr schön. Jetzt mal nicht so voll, ist auch ganz gut. Jetzt müssen ja die Abstände eingehalten werden, also finde ich sogar besser, weil dann ist es nicht so voll wie sonst.